Und der Herr segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Himmel und über die Vögel im Wasser und über alles Getier, was auf Erden kriecht. Und die Menschen waren fruchtbar und sie machten sich die Erde untertan und Gott sah, dass es gut war. Und sie mehrten sich noch mehr und herrschten über Fisch, Vögel und Getier. Und Gott sah, dass es immer noch gut war. Die Erde aber füllte sich immer mehr und die Menschen machten sie sich immer untertaner. Und Gott sah, dass es langsam gut war. Und er schickte Plagen und Krankheiten. Und wir müssen nicht in biblische Zeiten zurückgehen, geschätzte Gemeinde. Denn wahrlich, ich sage euch, auch die Pandemie, welche zu Beginn dieses Jahrzehnts 4 Jahre lang wütete, war eine davon. Sie war nichts anderes als eine göttliche, also natürliche Regulierung, um eurer Ausschweifungen Herr zu werden, um der Bevölkerungsexplosion Einhalt zu gebieten. Aber ihr Undankbaren, ihr Ungläubigen, ihr habt das himmlische Geschenk nicht angenommen. Überheblich wie ihr Menschen seid, habt ihr die göttliche Maßnahme mit törichten, kurzsichtigen Gegenmaßnahmen sogar bekämpft. Alles im Namen einer sogenannten Wissenschaft, die das Leben, das Überleben über alles stellt. Über die Natur, über die Endlichkeit, ja über Gott. Und statt euch in der Not zu mäßigen, statt zur Besinnung zu kommen, habt ihr euch in der Zeit noch mehr vermehrt, ihr furchtbaren, ihr fruchtbaren Karnickel, ihr Gottlosen. Aber wer nicht fühlen will, muss leiden. Der Herr hat eine Stufe höher geschaltet, wie es geschrieben steht in der Offenbarung des Johannes. Hier. Hagel und Feuer mit Blut vermischt fallen aufs Land. Oder da, Kapitel 16, Vers 8. Die vierte Schale wird über die Sonne gegossen, die Menschen verbrennen in der Hitze. Ihr erklärt euch die Katastrophe mit einem Treibhausgas, ihr triebgesteuerten Affen. Aber wisset, die Ursache liegt tiefer. Denn die Erderwärmung ist die Folge der Heerscharen von sündigen Seelen, die zur Hölle fahren und dort verbrennen. Also betet. Betet. Und der Herr wird sich euer erbarmen. Wir sind in der Endzeit, aber der höchste gütige Richter gewährt euch eine Verlängerung. Denn wahrlich, ich prophezeie euch, der Messias wird kommen, uns zu erretten. Der wahre Stellvertreter Gottes auf Erden wird uns bald erscheinen, aber in anderer Gestalt, als ihr Ahnungslosen erwartet. Und der Erlöser wird Wunder vollbringen. Und wahrlich, ich sage euch, übers Wasser laufen oder selbiges in Wein verwandeln ist Kleinkunst dagegen. Seine unsichtbaren Hände werden uns lenken. Und er wird über uns wachen alle Zeit. Und wir alle werden seine Jünger sein. Wir alle werden ihn followen. Wir alle werden unser Schicksal endgültig in seine Hände legen. Denn er ist der Allwissende. Der alles überstrahlende Herrscher, der Deus ex machina, das Licht und das Leben in Ewigkeit. Amen. So, Mila, hast du die Zähne geputzt? Sitzt die Maske richtig? Ja. Geh nicht vergessen, morgen müssen wir den Filter wieder auswechseln. Nein, ich kann dir leider nichts vorlesen bei diesem Licht. Und unser Stromkontingent für heute ist leider schon aufgebraucht. Ich soll dir von früher erzählen. Ach, Mila,
Ich habe dir so manchmal von früher erzählt, du weißt doch schon alles. Und es war schon 8 Uhr. Ja, morgen ist auch noch ein Tag. Also, eine Frage. Eine einzige Frage und dann wird geschlafen. Ist gut. Wie das alles hat angefangen? Also, angefangen. Also richtig angefangen hat das bei uns mit dem Bergsturz von Zürich. Da bist du erst gerade auf der Welt gewesen. Das ist jetzt auch schon 9 Jahre her. He? Ja, eine Riesengeschichte war das. Eine Riesengeschichte. Audio. Audio 2. Radio 74,5. Aufgestellt, kompetent, knackig und der Zeit voraus. Es ist 5:45 mit der Sharon Zucker. Nach dem gewaltigen Erdrutsch am Uetliberg gestern Nachmittag werden nach neuesten Angaben der Kantonspolizei Zürich immer noch über 150 Menschen unter der abgerutschten Westflanke vermisst. 78 Personen konnten nur noch tot geborgen werden. Greta Thunberg, die 22-jährige Klima-Ikone, meinte auf Anfrage, das sei genau das, wovor sie seit ihrem ersten Streik vor 7 Jahren warne. Jetzt engagiert sich auch das Erdölland Saudi-Arabien im Kampf gegen den Klimawandel. Als erste Maßnahme verbietet es Frauen das Autofahren wieder. Wir kommen zum Wetter. Nach wie vor ist es sehr heiß und sonnig. Gegen den Abend mit erhöhter Gewitterneigung. Regional kann es zu Unwetter kommen. 0 Grad Grenze liegt bei 5200 Meter. Nach dem nächsten Song schalten wir live in die Medienkonferenz vom Bund. Nach dem Regen scheint die Sonne, nach dem Brieken wird gelacht. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, Mesdames et Messieurs, ich begrüße Sie zur heutigen Medienkonferenz zur aktuellen Lage und zum Klimanotstand. Wir alle sind noch tief bestürzt über den Bergsturz gestern in Zürich. Unsere Anteilnahme und unsere Mitgefühle sind ganz bei den Angehörigen der Todesopfer, den Verletzten und natürlich auch den noch Verschütteten. Aber muss ich Ihnen ganz klar sagen, meine Damen und Herren, das war wahrscheinlich nur der, Anfang der Fahnenstange. Trotzdem, verglichen mit anderen Ländern, wir sind noch in einer relativ komfortablen Lage. Sie haben die Bilder aus Italien gesehen, schwimmende Särge in den Gassen von Genua. So weit es ist uns bei uns glücklicherweise noch nicht, aber wir wollen bereit sein und deswegen. Die Regierung hat heute beschlossen, die besondere Lage hervorzurufen. Dieser Schritt, es ist uns nicht leicht gefallen, aber es muss sein. Oberste Priorität hat der Schutz und die Bevölkerung der Sicherheit. Der Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung. Die besondere Lage beinhaltet Maßnahmen und Empfehlungen. Ich möchte zu diesem Punkt jetzt den CO2-Delegierten des Bundes begrüßen, Herrn Daniel Göchli. Vielen Dank, Herr Bundesrat, geschätzte Damen und Herren, liebe Medienleute. Ja, wir sehen, der Klimawandel hat auch die Schweiz definitiv erreicht, trotz der strengeren Grenzkontrollen. Aber es gibt keinen Grund zur Panik und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Trotzdem, es muss jetzt darum gehen, Schlimmeres zu verhindern, das heißt, Vorzeichen rechtzeitig zu erkennen. Deswegen gilt ab sofort eine Meldepflicht für außergewöhnliche Veränderungen. Wenn Ihnen etwa auf einem Spaziergang ungewohnte Spalten am Hang auffallen oder neue Wasserläufe oder wenn Sie in Ihrer Hauswand Risse entdecken, die vorher noch nicht da waren, melden Sie das bitte dem KAK, also Ihrem kantonalen Amt für Klima. Am besten tun Sie das mit der neuen Climate Tension App. Wir beenden die Erprobungsphase der App etwas früher als geplant und geben sie morgen für die gesamte Bevölkerung frei, übrigens noch vor China und den Amerikanern. Ein App-Obligatorium oder gar ein App-Zwang ist aber nicht vorgesehen.
Wichtig ist aber, melden Sie Ihre Beobachtungen sofort an Ort und Stelle, damit dem KAK die genauen Koordinaten genau übermittelt werden können. Die Frühwarn-App ist selbstverständlich absolut anonym. Wir wissen zwar, wo Sie sind, aber nicht, wer Sie sind. Ja, bitte, da ist eine Frage. Das ist eine gute Frage. Nein, starke Regenfälle müssen Sie nicht melden, die merken wir selber. Ja. Ja, es ist klar, meine Damen und Herren, die Ursache für all diese Ereignisse ist die Erderwärmung. Und Grund dafür ist der übermäßige Ausstoß von Treibhausgasen, vor allem von CO2. Wir bitten Sie also, geschätzte Bevölkerung, reduzieren Sie Ihren CO2-Ausstoß. Und ich glaube, da können wir einiges bei der Mobilität beitragen. Lassen Sie Ihr Auto, wenn es geht, zu Hause, gehen Sie zu Fuß mit dem Velo oder nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel. Es geht jetzt nicht darum, den motorisierten Privatverkehr völlig zu verbieten, aber es muss schon Ziel sein, das massenhafte Autofahren einzuschränken. Deswegen gilt ab kommenden Montag Ansammlungen von mehr als 15 Fahrzeugen mit weniger als 1,5 Meter Abstand gelten als Stau und werden aufgelöst. Um Sie in Ihrem Verzicht aufs Auto zu unterstützen, hat der Bund folgende flankierende Maßnahmen beschlossen. Der Benzinpreis verdoppelt sich mit jedem Liter, den man tankt. Er erhöht sich also exponentiell. Bei einem Literpreis für Superbleifrei von aktuell 3,70 Franken wären wir bei 10 Litern bereits bei 1.894 Franken. Wir sind uns bewusst, dass das sehr viel ist, aber ja, darum geht es ja. Die zusätzlichen Erträge aus diesem Preisaufschlag fließen in einen neu geschaffenen Fonds zur Förderung ursachenreduzierender Zustände, kurz FURZ. Ja. Da ist eine Frage. Aha, nein, es ist nicht möglich, den Preisanstieg zu umgehen, indem man von Tankstelle zu Tankstelle fährt und immer nur einen Liter tankt. Nein, es wird einen digitalen Tankpass geben, der Ihre genauen Benzinbezüge registriert. Der Treibstoffaufschlag gilt übrigens auch für Kerosin, was sich auch auf die Flugpreise auswirken dürfte. Damit möchten wir Ihnen eine Hilfestellung geben, auch aufs Fliegen zu verzichten. Dann stark runterfahren müssen wir auch unseren Fleischkonsum, Stichwort Wasser- und Energieverbrauch, Zerstörung des Regenwalds, Methanausstoß der Tiere. Ich möchte dazu kurz einen Zweizeiler des bekannten Klimapoeten Jürg Melchior Krattapötzl zitieren. «Fleisch ist schlecht für das Klima, auch ein billiger Burger beim Mac. Weil, was eine Kuh so zusammenfurzt, das schlägt keine Geissen weg.» Ja, ich glaube, das bringt es doch auf den Punkt. Ja, bitte. Ich weiß nicht, ob es bei McDonald's Burger mit Geissenfleisch gibt. Ja, das ist sicher so. Eine Geiss stößt weniger Methan aus als eine Kuh. Aber nein, ich glaube nicht, dass die Umstellung auf Geißenzucht jetzt das Problem mit dem Klima lösen würde. Und ich finde, immer Geißenfleisch böckelt so ein bisschen. Und, gut, ich komme ein bisschen vom Thema ab. Das mit der Geiss ist ja nur eine Redewendung. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, bitte. Es ist sicher noch zu früh, um Prognosen zu machen, aber wir müssen schon damit rechnen, dass die besondere Lage so lange andauern wird, bis sie uns nicht mehr als besonders vorkommt. Ja, das ist eine gute Frage. Elektroautos sind okay. Also eigentlich ist alles mit E gut. Es ist eigentlich ganz einfach, was Lärm macht, bleibt in der Garage. Ja, bitte. Nein, ich bin nicht mehr verheiratet, aber das hat jetzt hier eigentlich nichts. Non, madame, je ne crois pas que c'est une question qui est. Ja, ich bin sonst nachher im Foyer. Sie können mich privat ansprechen, wenn Sie möchten, gerne. Ja, ja, vielen Dank, Herr Göschli. Meine Damen und Herren, ich möchte noch etwas sagen, was ich finde sehr wichtig. Es sind nicht die Maßnahmen, die es ausmachen, sondern das Verhalten der Menschen. Es geht auch um Eigenverantwortung. Eigenverantwortung heißt, machen Sie von sich aus, was wir Ihnen sagen.
Hallo miteinander, herzlich willkommen zu Antiklimax, spontan, ungeschnitten, unabhängig, die Plattform, die auf dem Boden bleibt. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, die Schweiz steht unter Schock wegen dem Bergsturz gestern in Zürich. Alles redet von Erderwärmung, CO2-Ausstoß, Klimakollaps, Weltuntergang. Der Bundesrat macht auf einen auf Hyperaktivismus. Aber das Verrückte, vorgestern bei der Klimademo in Zürich haben sie noch skandiert: Klimatote, Girls and Boys, heute weit weg, morgen bei uns. Und zack, kommt der Berg oben runter. Also, wenn das Zufall ist, dann ist es also gut geplant. Und die andere da, ihre Anführerin, Greta, die hat auffällig schnell hat die ein Statement parat gehabt. Und der Bundesrat, kaum 16 Stunden später, präsentiert der Bundesrat ein fertiges Massnahmenpaket. Ich wollte nichts gesagt haben, aber ich stell nur fest. So heiß, wie alle sagen, ist es übrigens gar nicht. Darum trage ich auch die Jacke. Es ist nicht heißer als die anderen Sommer. Come on. Aber klar, wenn du an jeder Ecke eine Temperaturanzeige siehst, die einheitliche 36 Grad Celsius anzeigt, dann glaubst du es irgendwann so fest, dass du davon schwitzen, oder? Das ist gleich, wie wenn du im Theatersaal sitzt und der ganze Saal lacht wegen einer schlechten Pointe, dann findest du es auf einmal auch lustig, oder? Aber hey, jetzt ist schon mal gefragt, warum Quecksilberthermometer seit Jahren verboten sind. Warum gibt es nur noch solche, die mit WLAN funktionieren? Das hängt doch alles irgendwie miteinander zusammen. Und hinter dem stecken doch die von dieser Situation profitieren. Weil, hey, es gibt immer jemanden, der profitiert. Immer. Das ist normal. Neben den Grünen ist jetzt die Digitalisierungs- und Elektrobranche. Elektro. Wie hat er gesagt, der CO2-Heini? Alles mit E ist gut. Musst schauen. Die Verkäufe von Elektroautos werden in der nächsten Zeit explodieren. Und auf einmal müssen wir wieder neue AKWs bauen. Und ich habe alle aufladen können. Und mal schauen, was denn die Grünen dazu sagen. Nein, es ist ein Riesenbusiness. Riesenbusiness, Elektro, Digitalisierung. Wenn das so weitergeht, dann laufen wir bald auch elektrisch. Mit so Gestell, wo Beine unterstützen, wie ein Roboter. Nach Nordic Walking heisst es dann Electronic Walking. Und dann, liebe Freunde, dann ist es nur noch ein kurzer Weg zum E-Brain. Und bis wir alle endgültig ferngesteuert sind. Selber denken tun die heute schon noch mal zu viele. Und darum braucht es diese Plattform hier. Den Kanal vom gesunden Menschenverstand. Antiklimax, spontan, ungeschnitten, unabhängig, unmanipuliert. So, liebe Leute, das wär's für heute. Tönt das Video bitte posten, teilen, liken, verlinken. Danke. Bleibt dran, bleibt kritisch. Shit! Nicht aufgenommen. Alles nochmal. Dankeschön. Thank you.